Ich habe hier die Arena. Und mit meinem Sohn zusammen habe ich eine Helikopterbude. Ja, ein paar Bungee-Stationen gibt es noch aus meiner Vergangenheit. Also es gibt noch so ein bisschen was, ne? Ja, der Unternehmer lebt weiter. Ja, gibt noch ein bisschen was. Heute bin ich bei einem ganz tollen Menschen zu Gast. Und zwar einem Menschen, der einerseits bekannt ist durch seine waghalsigen, Sportarten oder Sprünge, die er getan hat, aber gleichzeitig auch ein Vollblutunternehmer ist. Und jetzt, wie er selber sagt, im letzten Drittel seines Lebens ist, wo er ja ganz interessante und spannende Thesen hat, ich glaube, von denen wir alle profitieren können, inklusive ein ganz tolles Buch, nämlich Die Begegnung. Ich habe es gelesen, bin ein großer Fan. Herzlich willkommen, Jochen Schweizer. Willkommen bei mir zu Hause. Genau, ich fühle mich hier total wohl. Jochen, und lass uns gleich einsteigen. Ich meine, du hast unheimlich viel erlebt in deinem Unternehmen, in deinem Leben. Du bist Vollblutunternehmer. Worum geht's für dich wirklich im Leben, aus deiner heutigen Sicht? Am Ende geht's um die Sinnhaftigkeit des eigenen Tuns. Mhm. Und wenn du jetzt, du kennst ja viele Unternehmer, die arbeiten, sind auch teilweise im Hamsterrad des Tagesgeschäfts gefangen. Was würdest du denen denn sagen? Also die Sinnhaftigkeit ja, aber die sagen, ich bin hier am Arbeiten, ich muss den Laden doch voranbringen. Und ich habe keine Zeit für nichts. Richtig. Nicht für meine Kinder, nicht für meine Frau, nicht für meine Freunde, nicht für meinen Körper, um den in Stand zu halten. Wrong way. Wrong way, genau. Und jetzt sagt er aber, ja Jochen, super, ich habe es hier oben verstanden, aber wie soll ich das umsetzen? Also das geht doch gar nicht. Was sagst du denen? Wie hilfst du denen? Es ist möglich, aber es ist ein Prozess und es braucht Werkzeuge und eine Mechanik. Mhm. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit bieten wir einmal im Jahr in Norwegen an. Mhm. Da arbeite ich zusammen mit zwei Partnern, mit dem Dr. Frederik Hümmeke, das ist ein Neurowissenschaftler. Mhm. Effectiveness of Neuroscience ist sein Thema. Mhm. Also wie kannst du tatsächlich verstehen, dass du, selbst dein Denken sind eigentlich neurophysiologische Prozesse. Mhm. Und wenn du das verstehst, fällt es dir leichter, die Richtung deines Denkens zu verändern. Mhm. Der zweite Partner im Team ist der Michael Ehlers. Das ist ein Rhetoriktrainer, ein wunderbarer Rhetoriker. Mhm. Wer etwas zu sagen hat, sollte reden können. Also es geht um Kommunikation, denn im Wesentlichen sind wir ja integrierte Menschen und da ist Kommunikation ein absolut, ist crucial for success. Mhm. Also gute Kommunikation. Und dann bin der Dritte im Bunde bin ich. Ich bin der Reconnector. Mhm. I reconnect people. Weil ich glaube, wir sind als Unternehmer mit dieser Vielzahl von Anforderungen und mit diesem ständigen Springen zwischen den Themen, ja, von Personalthemen über Vertriebsthemen, über Marketingthemen, über Produktionsthemen. Ich glaube, ich habe hier in meiner Arena in Taufkirchen, das ist eine Event-Location für die, die es nicht kennen, wo wir im Jahr 400 Firmenveranstaltungen durchführen und wir haben 300.000 Privatgäste, also das ist ein großer Betrieb. Ich glaube, ich habe 100 Themen, zwischen denen ich springe. Und nach so einem langen Arbeitstag summt dir der Kopf wie in so einen Bienenkorb. Ja. Und dann geht es um Reconnection. Und da gibt es ein paar Methoden, wie das funktioniert. Und die lehren wir in einem Seminar, das nennt sich 17894. Oh, das ist 1789ver.com. Weil, das musst du jetzt übersetzen. Ja, genau. Ich habe es schon oft übersetzt, weil das erschließt sich nicht auf den ersten Blick, aber dafür kann man sich's merken. 1789, französische Freiheitsverfassung. Und da gibt es Artikel 4 in der Revolutionsverfassung oder Freiheitsverfassung. Und da steht sinngemäß drin, jeder Mensch darf alles tun, was er möchte, wann er will, und wo er will und wie er will. Mhm. Solange er damit keinen anderen Menschen beschädigt. Oh, sehr schön. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne ethische Grundlage. Denn du brauchst ja für dein Handeln eine Haltung. Ja. Und die Haltung fußt immer auf deinen Werten.
Ich habe noch ein zusätzliches Regulativ. Ich tue nichts, was ich nicht meinen Söhnen erzählen könnte. Auch sehr schön, ja, sehr, sehr greifbar, ne? Und emotional. Genau. Ne? Oder okay, kann ich das oder nicht? Ja? Ich habe zwei erwachsene Söhne und ich teile mit denen, was mich bewegt, was ich tue, was ich nicht tue, auch die Fehler, die ich gemacht habe, seit sie, ich sag mal, so richtig bewusst sind die geworden, so mit 12, 13, wo sie dann zu echten Brainpartnern wurden. Oh. Und die sind heute 30 und 35. Ja. Und das sind wirkliche Freunde. Friends of my life. Wir nennen uns auch die Three Brothers. Oh, okay. Sehr schön, ja. Und jetzt geht es ja immer um die Frage, was ist die Grundlage deines ethischen Handelns als Unternehmer? Und wie kannst du ethisch handeln, wenn gleichzeitig wir von einer Krise in die nächste taumeln? Weil heute ist ja Leadership eigentlich Krisenship. Ja, ja, das, genau. Wie wäre Leadership für dich? Also wie definierst du es? Ja, heute ist Leadership Krisenship. Es kommt die eine Krise nach der nächsten und zwar permanent. Ja. Da ist die Energiekrise, dann natürlich die Corona-Krise, dann, ich will es gar nicht aufzählen, weil ich möchte das gar nicht jetzt negativ überfrachten, dieses Interview. Aber es gibt eben viele Krisen und wir müssen als Leader in der Lage sein, diese Krisen zu meistern. Und das tun wir am besten mit einer Geisteshaltung, die den Begriff Krise aus der ursprünglichen Wortfärbung heraus betrachtet. Denn Krisis kommt aus dem Griechischen und bedeutet Chance oder Veränderung. Und wenn ich jetzt begreife, diese Krise gibt mir die Chance zur Veränderung, das tut immer weh. Ja? Veränderung tut meistens weh. Dann kann ich sagen, okay, diese Krise ist eine weitere Chance zur Veränderung, zum Wachstum oder auch zur Verkleinerung. Kann ja auch notwendig sein manchmal. Und damit gehe ich bewusst mit den Herausforderungen nicht nur meines unternehmerischen Daseins um, sondern meines Lebens insgesamt. Denn am Ende des Tages sind wir ja alle Unternehmer. Also auch die, die angestellt sind, sind in Wahrheit Unternehmer. Sie sind nämlich Unternehmerinnen und Unternehmer ihres eigenen Lebens. Das sind nämlich alle zuallererst Lebensunternehmer. Sehr schönes Bild, ja. Und nach den gleichen Kriterien, es gibt keinen Unterschied zwischen der inhabergeführten Entrepreneurship. Was anderes ist es, wenn jemand für einen fremden Konzern Management betreibt. Ja. Vielleicht eine andere Ethik, eine andere Herangehensweise, andere Karrieresystematik. Aber wenn ich Unternehmer bin oder Selbstständiger und unmittelbar abhänge von der Effizienz meiner Arbeit und von der Validität meiner Entscheidungen, dann hat es einen unmittelbaren, direkten Impact auf mein Leben. Und die zentrale Frage war ja von dir, wie kommst du aus dem Hamsterrad raus? Absolut. Jetzt musst du dir das Hamsterrad angucken. Jedes Unternehmen hat ja einen Businessplan. Das ist der Unternehmensplan, die Unternehmensplanung. Die Unternehmensplanung hängt ja oft viel zusammen mit wirtschaftlichen Zwängen, mit bestimmten Zielen, die man hat, mit Rahmenbedingungen, die man manchmal verändern kann und manchmal sind die nicht veränderbar. Daraus folgt eine Unternehmensplanung. Die Unternehmensplanung fußt aber immer, wenn es richtig gemacht wird, auf der Unternehmerplanung. Also ich kenne viele selbstständige, kleinere Unternehmer, die sich selbst ausbeuten. 100%. Ja, die zum Teil weniger Geld verdienen als ihre leitenden Angestellten. Das ist verkehrt. Also die Unternehmerplanung führt zur Unternehmensplanung. Aber was führt denn dann zur Unternehmerplanung? Was führt dazu? Also was rätst du da Unternehmern, die genau sagen, Jochen, ich habe jetzt gerade, das hört sich gut an, ich bin bei dir, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt mal konkret umsetzen soll. Na, deine Lebensplanung. Bevor wir ans Umsetzen denken, müssen wir erstmal planen. Also erstmal Klarheit, wo will ich hin? Nein, du brauchst Klarheit. Also du hast eine Lebensplanung. Wenn du keine hast, dann mach eine.
ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, also ich sehe das immer wieder, dass viele eben das straggeln, also die gar nicht diese Klarheit haben, sondern nur im Heute sind, vielleicht noch an morgen denken und ich muss jetzt hier machen. Aber diese persönliche Ownership zu übernehmen, ist häufig Mangelware. Ja, das ist nicht leicht. Und jetzt bin ich ja seit 50 Jahren, seit einem halben Jahrhundert Unternehmer. Ich habe mit 16 meine erste Firma gegründet, das war ein T-Shirt-Druck. Wow. Mein erstes Motiv hieß, es war ja damals, ich bin ein Kind der 50er Jahre, 60er Jahre, Anfang der 70er war dann MSB Spartakus, die Studentenbewegung, ja, die 68er Generation, die habe ich gerade noch so mitgekriegt als 10, als 11-Jähriger. Ja. Mhm. Und da wurde viel demonstriert gegen alles Mögliche. Es wurde nie für etwas demonstriert, aber immer gegen etwas. Mhm. Und ich fand das irgendwie so schräg. Und da habe ich so mit 16, habe ich dann mal ein T-Shirt gedruckt, da stand drauf, Freiheit für Louis Trenker, nieder mit dem Watzmann. Okay. Und das war sehr erfolgreich. Und hinten stand Hollerö du Lieu. Und es war eigentlich so eine Verballhornung dieser ganzen Protestbewegungen. Mhm. Weil es war ja eigentlich egal, Hauptsache war gegen irgendwas, ja. Gegen die Erhöhung der Beförderungsgebühren der Heidelberger Straßen- und Bergbahnen AG wurde kräftig demonstriert. Da ging es um 50 Pfennig. Und da waren riesige Studentendemonstrationen, wunderbar. Und ich habe das immer so, ich kam gerade mit dem Motorrad aus Afrika, hatte eine ganz andere Welt gesehen, bin da reingeraten und dachte mir, holy shit, die haben vielleicht Probleme. Ja? Hm. Da habe ich ganz andere Dinge gesehen. Hm. Genau, und dann habe ich so andere T-Shirts gedruckt, die waren dann nicht so erfolgreich wie Ra Unlimited. Aber so hat es angefangen. Bin ich seit 50 Jahren Unternehmer. Ich habe in dieser Zeit 3 Dutzend Unternehmen gegründet, 2 Dutzend davon veräußert. Mhm. 5 oder 6 sind mir eingegangen. Alles erlebt. Ich bin den ganzen Weg gegangen. Mhm. Ja, von einem großen Exit zu einem kleinen Exit, von einer Seitwärtsbewegung. Also ich habe alles erlebt, was du erleben kannst als Unternehmer. Vielleicht, Jochen, um es so anfassbar zu machen, da hast du ja viele Krisen erlebt. Also ne, hier sind wir ja in deiner Arena, ne? Corona lässt grüßen und so, wahrscheinlich eine große Krise auch. Wie, jetzt hast du gesagt, okay, Reset und alles eine Chance. Ja gut, wenn der Emotionscocktail hochschießt und ich vielleicht nicht mehr so klar denken kann, wie resettest du dich? Wie bringst du dich da raus? Also jemand, der jetzt auch zuhört, der sagt, okay, cool, so macht der Jochen das, das probiere ich auch mal. Also, ja, wie ich es mache, habe ich noch gar nicht gesagt. Jetzt geht es erstmal um die Betrachtung der Situation. Also ich glaube, jeder kann folgen und sagen, na klar, wenn ich selbstständiger Unternehmer bin oder Selbstständiger, also selbstständiger Unternehmer oder einfach nur selbstständig, ja, dann habe ich eine Unternehmensplanung, das ist dein Businessplan, das, was du dir vorgenommen hast, Jahr für Jahr. Mhm. Das muss immer fußen auf deiner Unternehmerplanung. Also was plane ich als Unternehmer, als Mensch und passt das zu meinem Lebensplan? Mhm. Ein Beispiel, wir bauen hier gerade, also ich habe hier an der Arena in Taufkirchen gemerkt, für die großen Firmenveranstaltungen brauchen wir unbedingt ein Hotel. Mhm. Und wir brauchen mehr Breakout-Rooms und mehr Tagungsflächen. Dann habe ich die Grundstücke nördlich der Arena erworben, habe die zur Baureife entwickelt und hatte dann ursprünglich vor, mit einem Projektentwickler gemeinsam ungefähr 100 Millionen zu investieren in das Projekt, was diesen Monat als Baustelle beginnt. Man sieht ja schon die Baustelle und die Anlieferung der Spundwände und so weiter für die Bodenarbeiten. Dann habe ich irgendwann, nachdem das alles durchverhandelt war, nachdem dann endlich die Baureife erreicht war, nachdem ich dann in der Ausschreibung den richtigen Projektentwickler gefunden hatte, Art Invest Real Estate, ein Unternehmen der Zechgruppe, nachdem das alles erledigt war, wir dann uns einig waren, was bauen wir da, in welcher Größe, welche Funktionalität, welche Architektur, wie groß ist das Hotel. Ja, und ich wollte unbedingt ein Budget-Plus-Hotel, also wie 25 Hours zum Beispiel, weil die meisten Firmen Compliance-Probleme haben, wenn das höherwertige Hotels sind. Und ich wollte einfach eine Übernachtung anbieten können für irgendwo im Bereich von 75 bis 85 Euro. Mhm. Und das war alles durch. Und dann bin ich morgens aufgewacht
habe das getan, was ich jeden Morgen getan habe, nämlich bevor die Familie aufsteht, mich eine halbe Stunde zurückzuziehen. Da habe ich viele Tipps, was man machen kann, um sich zu fokussieren oder zu reconnecten. Und da habe ich mir gedacht, so, jetzt bist du 67. Jetzt bauen wir 3 Jahre. 2,5 Jahre. Das heißt, das Ding wird eröffnet Q2 2026. Da bin ich 69. Dann haben wir einen Hotelbetreiber, der hat bereits einen Pachtvertrag unterschrieben. Dann will ich meine Büros hierher verlagern, auf die Büroflächen. Dann will ich natürlich erreichen, dass wir mehr und größere und auch andere Firmenveranstaltungen bekommen für die Arena. Bis wir da sind, bin ich vielleicht Mitte 70. Mhm. Jetzt habe ich aber noch keinen Euro Return of Investment gesehen und würde ja hier eine hohe Summe mit investieren. Und dann bin ich zu meinen Projektpartnern gegangen und habe gesagt, du hör mal, er heißt Ferdinand, ich sage nur den Vornamen, Ferdinand, wir müssen mal reden. Mir ist irgendwie klar geworden, dass ich ja 90 bin. Bis das Ding eine Flughöhe erreicht hat, dass ich sagen kann, jetzt hat es sich wirklich gelohnt. Hm. Also wäre ich jetzt 40 Jahre alt, würde ich sagen, geiles Projekt. Ja. In meinem Alter passt es nicht mehr in meinen Lebensplan. Dann habe ich gesagt, ich möchte einen Vorschlag machen, dass wir den kalkulatorischen Gewinn abzinsen, um die Hälfte halbieren, damit du in Sicherheit bist. Und um den Betrag möchte ich dir die von mir entwickelten Grundstücke veräußern. Und du baust es so, wie wir es eigentlich geplant hatten. Und da wurde ein bisschen verhandelt. Und ich habe sehr, sehr viel potenziellen Profit aufgegeben. Habe aber mit einem sehr guten Gefühl beim Notar die veränderten Verträge unterschrieben. Weil ich habe mich danach total frei gefühlt. Weil die Arena bekommt jetzt, was sie braucht. Sie bekommt ein Hotel mit 160 Zimmern, sie bekommt ein Tagungszentrum, sie bekommt Breakout-Rooms. Wir bauen etwa 7.000, in Summe 7.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche Büros. Ich kann also mein Headquarter hier ansiedeln. Direkt also alles, was du willst. In meinem Markenhaus. Und da habe ich mir gedacht, da bin ich nach Hause gefahren, habe mir gedacht, so, das hat, jetzt hast du mal was gut gemacht. Ja? Weil manchmal fahre ich auch nach Hause und denke, das war jetzt scheiße. Kommt ja auch vor. That's live. Ja. Und das ist das, was ich damit meine. So, jetzt ist natürlich die Frage, auf was fußt denn dann aber eigentlich dein Lebensplan? Also ich gehe bewusst jetzt, ich tue jetzt das, was ich in allen Seminaren tue, mit jedem einzelnen Seminarteilnehmer. Also es gibt ja Online-Seminare, wo ich grundsätzliches Wissen vermittle. Ja. Zum Beispiel handle. Oder es gibt ein Seminar, was ich gerade entwickle, das heißt vom Löwen lernen. Ja. Bezieht sich natürlich auf meine Rolle in der Höhle der Löwen. Da gibt es auch bald Neuigkeiten, mehr darf ich noch nicht verraten. Und für diejenigen, die mich nicht mit der Höhle der Löwen assoziieren, denen kann ich ja nur zurufen, du willst ja nicht vom Schaf lernen. Nee, das ist schlecht, ja. Ungünstig. Genau. Also das ist die Jochen Schweizer Unternehmer Mastermind. Das ist auch ein Online-Seminar, aber mit einer Jahresbegleitung. Und dann gibt es die Live-Seminare, die finden immer an spektakulären Orten statt. Und die mache ich oft mit Partnern. Das aktuelle Seminar mache ich mit dem Hermann Scherer. Das ist eine Gold-Mastermind, aber eben nicht in einem Hotel. Irgendwo hier mit kariertem Teppich oder so, ja, oder Paisley muss dann noch schlimmer, sondern in der Masai Mara in Kenia, was für mich so ein bisschen auch wie mein Wohnzimmer ist, weil ich dort schon so viel Zeit verbracht habe. Und da gibt es sogar unter den Einheimischen, unter den Masai, gibt es sogar eine Stelle in der Savanne, die heißt Jochens Rock. Oh. Ja, also stark. Weil das so mein Platz ist. Kraftplatz für dich? Ein Kraftplatz und du kommst zu Fuß kaum hin. Du kannst natürlich hinkommen zu Fuß, aber es ist ein mehrtägiger Marsch. Und das ist ja jetzt Wildlife, also du brauchst immer bewaffnete Begleiter, weil es Löwenland ist. Okay. Es ist zwar unwahrscheinlich, dass da was passiert, but you never know. Oder was wir tatsächlich schon oft getan haben, dass wir einfach von Nanyuki aus dem Helikopter hingeflogen sind.
Also lange Rede, kurzer Sinn. Dieses Seminar findet in einer mit Hermann Scherer. Hermann Scherer ist einer der erfolgreichsten und grundlagenstärksten Persönlichkeitstrainer im deutschsprachigen Raum. Ich kenne wenige, die auf seinem Niveau sind. Und das kann ich bestätigen. Erkennst du ihn? Ja. Wir sehen uns in Kenia. Ach, bist du in dem Kenia-Seminar? Ja, natürlich. Na, ist das geil. das wusste ich gar nicht. So ein Zufall. Ja, natürlich. Genau. Und auch da ist wieder meine Rolle dieses Reconnectors. Ja. Das ist, ich bin als 19-Jähriger mit dem Motorrad 20.000 Kilometer durch Afrika gefahren und die Liebe zu dem Kontinent ist eigentlich immer stärker geworden über jetzt ja bald ein halbes Jahrhundert. Mhm. Und ich habe dort auch mal ein formatfüllendes, eine Abendshow produziert, der Traumjob. Bin dann mit einer alten XT500, Baujahr 74, die sie mir hingestellt hatten als Überraschung. Das war das Motorrad, mit dem ich diese weite Fahrt gemacht hatte, durch die Savanne geballert und habe mich gefühlt wie vor fast 50 Jahren. Ist das ein Gefühl von echter Freiheit für dich? Wahnsinn. Das war Wahnsinn. Das werde ich nie vergessen. Also man muss sich halt vorstellen, ich mache Abitur in Heidelberg, bin auf dem Wirtschaftsgymnasium, schaffe mit Ach und Krach mein Abi. Ich war kein besonders guter Schüler. Ich war mehr Kajakfahren und Motorradfahren, als ich in der Schule saß. Mhm. Also alles andere hat mich mehr interessiert. Ich habe dann trotzdem mein Abi irgendwie geschafft mit so einem durchschnittlichen Schnitt. Und hatte auch noch keine konkrete Vorstellung, was ich danach wohl machen wollen würde, außer dieser abstrakten Vorstellung, ich will mal total frei sein und ich will finanziell unabhängig sein, ohne eine Idee davon zu haben, wie das jetzt gehen kann. Du sagst ja auch, ne? Also finanzielle Unabhängigkeit ist irgendwo eine Bedingung, Voraussetzung für persönliche Freiheit. Für persönliche Freiheit, ne? Ja, persönliche Freiheit setzt finanzielle Unabhängigkeit voraus. Wenn du keine Kohle hast, kannst du dich nicht bewegen. Das kannst du vergessen. Du musst schon schauen. Also meine Oma hat mir geraten, die kommt aus Karlsruhe, ist leider schon viele Jahre tot. Die hat mal gesagt, Buh, musst gucken, dass du immer ein Mark mehr einnimmst, als du ausgibst, dann hast du nie ein Problem. Ja, ja. Da habe ich mich dran gehalten. Ja. Dann bist du nämlich frei. Du schuldest niemandem etwas. Aber lass mich kurz auf dieses Seminar nochmal zurückkommen. Und wir haben damals einen Film gedreht in Kenia. Und dann haben die mir, weil die es natürlich wussten von der Produktion, von meiner Afrika-Fahrt als damals halbwüchsiger, halbstarker 19-Jähriger, da stellen die mir eine XT500 hin und die laden die ab von einem Pickup-Truck und keiner schafft es, das Motorrad anzuschmeißen. Das hat ja einen Kickstarter, ne? Ja. So eine alte Mühle, Baujahr 74. Und ich denke mir, geil. Mit dem Motorrad bin ich damals 20.000 Kilometer gefahren. Setz mich drauf, greif ganz automatisch an den Ventilausheber, also am linken Griff unten ist so ein kleiner Ventilausheber. Also für die Technikfreaks, das ist ein 500 Kubik Einzylindermotor. Und der hat so die Eigenschaft, wenn der Kickstarter zurückschlägt, dann liegst du am Balkon vom Nachbarhaus. Okay. Oder hast ein gebrochenes Schienenbein. Und das war halt damals so der richtige Einzylinderhammer. Das war eine echte Innovation. Ja. Und ich habe die allererste XT gefahren, die rauskam. Mhm. Und weiß ich noch, 3.200 Mark als Grauimport aus England. Werde ich nie vergessen. Habe ich im Wald gearbeitet, um mir das Motorrad leisten zu können. Als Waldarbeiter. Mhm. Neben der Schule habe ich das gemacht. Weil ich wollte unbedingt nach dem Abi rausfahren. Weit fahren. Schon klare Ziele da gehabt? Nee, kein klares Ziel. Also mindestens einmal durch Afrika. Mhm. Aber im Französischen gibt es den Begriff pour partir. Mhm. Pour partir. Also einfach Kilometer fressen. Mhm. Weit fahren. Mhm. Weit fahren. Und ich sitze da drauf, mitten in der Masai Mara, in der Savanne, riesen Produktionsteam außenrum, bestimmt 70 Mann, zig Kameras, ja immer ein riesen Bohai, wenn gefilmt wird. Und ich greife irgendwie automatisch nach fast 50 Jahren, spüre ich den Ventilausheber, nimmt man den Finger, ja, das ist der Mittelfinger, ja, ziehe an den Ventilausheber, dreht auf den Kickstarter, spüre, wie der Kolben sich bewegt. Das heißt, der Ventilausheber bewirkt, dass keine Kompression entsteht in dem Zylinder. Und dadurch kannst du den Kolben an die Stelle bringen, wo er hin muss.
wo dann, damit dann der Zündfunke auch das Gas-Luft-Gemisch entzündet. Mhm. Ja? Also ich ziehe diesen Ventilausheber ganz natürlich, spüre mit dem Fuß, ich meine, ich weiß nicht, ich habe vielleicht 1 Million Mal dieses Moped angetreten, ja? Und ich spüre nach 50 Jahren sofort, wo ist der Kolben? Finde die Position, das war irre, lass den Ventilausheber los, trete einmal kräftig durch, das Moped springt an und alle gucken fassungslos. Ich lege den ersten Gang ein, ich lege den zweiten Gang ein, den dritten Gang ein, den vierten Gang ein, den fünften Gang ein, den sechsten Gang ein. Hab schnell 100, 120 km/h drauf auf dieser Piste und hau einfach ab. Und bin wirklich einmal das komplett ausgedrehte Moped und kam erst 1 Stunde später zurück. Da waren die schon ganz verzweifelt, hatten die Drohne losgeschickt, mich zu suchen. Wo ist er? Ein bisschen durchs Gelände gefahren gleich und kam dann zurück und hatte ein Grinsen im Gesicht. Das habe ich tagelang nicht mehr rausgekriegt. Ja. Mhm. Und das ist Afrika. Mhm. Also diese Grenzenlosigkeit, diese Weite, diese Geräusche, dieser Duft des Busches, die Kühle eines Felsenschattens, dieser stetige Wind und dieser besondere Duft dieser unfassbaren Landschaft. Und da mache ich mit dem Hermann Scherer zusammen dieses Seminar in Kenia. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wir haben viele Anmeldungen, ob noch Plätze frei sind, aber ich meine oder hoffe ja, das ist limitiert auf 30 Teilnehmer, mehr nehmen wir nicht. Und man kann sich bewerben, also wir nehmen auch nicht jeden mit, ja, es muss schon passen. Es muss schon eine Persönlichkeit sein, der an einem Punkt in seinem Leben ist, der schon auch was erreicht hat, der auch über die finanziellen Mittel verfügt, dieses Seminar zu bezahlen, der wirklich an persönlicher Weiterentwicklung interessiert ist und der insbesondere auch bereit ist, in den Austausch mit den Gleichgesinnten zu kommen. Mhm. Und ich bringe diese ganze Gruppe in der Masai Mara in Situationen in der Wildnis, die far away sind von allem, was diese Menschen hier erlebt haben. Far away von allem, was du hier erlebt hast. Also ich freue mich schon drauf. Also ja. Super. Ist cool, dass du das machst. Genau, und was Vergleichbares zu Kenia, das findet dann 2025 statt. Mhm. Preislich ist es ungefähr gleich, findet in meiner Heimat Norwegen statt. Da gehen wir, also Hermann ist ja in sich eine eigene Persönlichkeit mit einem enormen Wissenshintergrund, was er auch gerne teilt. Und mit Michael und Dr. Frederik Hümmeke gibt es strukturierte Lehrinhalte. Und mit mir außergewöhnliche Abenteuersituationen. Ja. Bist du schon mal mit einem Motorboot, was du gesteuert hast, selbst, ja, am Steuer sitzend, mit 1 oder 2 anderen Menschen aus der Gruppe auf der offenen See unterwegs gewesen? Bist du da schon mal rausgefahren nach Jeschbörn, an dieses Riff? Noch nicht, Jochen. 7 Seemeilen weit draußen im Skagerrak liegt. Ja. Hast du schon mal einen Fisch gefangen, den du dir abends auf den Grill haust? Bist du schon mal eingelaufen in so einen kleinen Naturhafen einer einsamen Insel mitten im Nordmeer und bist mit mir in eine Walking Meditation gegangen? Hast du schon mal ein Rhetoriktraining gemacht, in dem du auf einer schwankenden Leiter 15 Meter über einer uralten Feuerwache standest? Weil Brände waren das große Risiko, weil es alles Holzhaussiedlungen sind. Ja? Und hast dann rezitiert das, was für mich Norwegen ausmacht, nämlich dieses Land, das trotzig schaut, Meer umbrandet, Berg umbaut, Winter hart und Sommer bleich, kurzes Lächeln, niemals weich. Ja. Geil, oder? Ja, man sieht das Leuchten in deinen Augen. Ja. Das ist Norwegen, ja, dieses Land aus Fels und Wasser und einem unendlichen Himmel mit einem unfassbaren Licht. Und auch dort führe ich Menschen zurück zu sich selbst. Das mache ich jetzt in Kenia, mache ich nächstes Jahr in Norwegen und ich mache nur ein Seminar pro Jahr. Also ich mache es nur einmal pro Jahr mit einer ausgewählten Anzahl von Menschen, immer zusammen mit einem Top-Partner, also nur die Besten der Besten der Lehrszene. Und I'm the Reconnector. Also ich reconnecte Menschen, die disconnected sind mit sich selbst. Und jetzt will ich aber auf den Ursprung nochmal zurückkommen. Wir hatten ja, ich bin nämlich noch nicht am Ende der Kette. Also, wir haben gelernt,
Unternehmensplanung fußt auf Unternehmerplanung. Ja. Du nickst. Zu Recht. Unternehmerplanung, also die Planung des Unternehmers, fußt auf der Lebensplanung des Unternehmers. Absolut. Das sind viele, ziehen jetzt wahrscheinlich die Augenbrauen hoch. Okay, habe ich eigentlich eine Lebensplanung? Nein. Also meine Erfahrung von den meisten Menschen. Naja, also nicht jeder Plan gelingt, aber ohne Plan gelingt nichts. Ja. So, weil wenn deine Ehe scheitert, musst du einen neuen Plan machen. Kommt ja gelegentlich vor. Habe ich gehört, ja. Ja. So, und wenn deine Firma pleite geht, gleiches Thema. Ja. Wenn du eine Firma für ganz viel Geld verkaufst, fast noch ein größeres Problem. Was mache ich jetzt? Und da bist du nämlich an der Spitze angelangt. Ab da geht's wohin? Wohin geht's, wenn du auf der Spitze des Berges angelangt? Immer runter. Geht's nur noch runter. Führt immer in eine Depression, ist mir auch passiert. Aber was ist denn dann die Basis deiner Lebensplanung? Auch das wissen die meisten Menschen nicht. Mhm. Und das ist dein Wertefundament. Mhm. Also deine persönlichen Werte. Mhm. Ja, aber was sind denn eigentlich meine persönlichen Werte? Und jetzt möchte ich ein Experiment machen mit unseren Zuhörern und Zuschauerinnen. Nimm mal bitte jeder einen Zettel raus und schreibe spontan, es darf maximal 60 Sekunden dauern, deine vier wichtigsten Werte auf das Blatt Papier. Zum Beispiel Familie, Freunde, finanzielle Unabhängigkeit, Erfolg, Anerkennung. Das sind solche Werte. Ja? Es gibt hunderte von Werten. Schreib mal bitte jede und jeder jetzt innerhalb von 60 Sekunden seine persönlichen Werte auf den Zettel. Die muss man aber aufschreiben, weil jetzt kommt ein Experiment. Sag du mir mal spontan deine vier wichtigsten Werte, was du glaubst, was deine vier wichtigsten Werte sind. Vertrauen, Klarheit, Liebe. Erfolg? Ja, Erfolg tickert auch irgendwo damit rum. Ja, habe ich gespürt, aber ist es nicht? Was ist es dann? Ich habe überlegt, ob Sicherheit oder Erfolg. Sicherheit, also Erfolg in Sicherheit gibt es nicht. Ja, genau. Also Erfolg also ist... Also Sicherheit, ich glaube, du bist ein Sicherheitstyp. Ja. Sicherheit, okay, wunderbar. Ja, also bist du ein risikoavers eingestellter Mensch. Das ist völlig legitim. Es gibt risikoaffin eingestellte Menschen und es gibt risikoavers eingestellte Menschen. Und die meisten sind eine Mischform aus beidem. Mhm. Und jetzt kommt der Trigger. Jetzt gehst du auf die Webseite wertekompass.de. Ist völlig kostenlos. Ich wiederhole es, wertekompass.de. Das können wir jetzt nicht machen, weil es dauert eine Viertelstunde. Und das ist ein System, was ich entwickelt habe, was dich in 15 Minuten durch hunderte von Werten führt und durch einen A-B-Vergleich dich zwingt, sich immer für einen von zwei zu entscheiden. Und das Ganze verdichtet sich auf 10 Kernwerte und die verdichtest du dann auf 4 Kernwerte. Und meine Erfahrung ist, dass es dann am Ende, je nach deiner Lebensphase und auch der Lebenssituation, die kann sich ja von heute auf morgen ändern, bist immer in diesen 10, in diesen 10er-Parameter bist du immer drin, immer. Du bist meistens in einem 6er-Parameter. Und es kann sein, dass du mal den einen Wert gegen den anderen wechselst, wenn dich ein Schicksalsschlag ereilt hat oder ein besonderer Erfolg. Aber das ist schon sehr konstant. Es ist sehr konstant. Und dieses Wertekonzept, das ist jetzt absolut entscheidend. Das ist das Fundament für dein Leben und für deinen Lebensplan. Und wenn du dir ein Ziel setzt und dieses Ziel korrespondiert nicht mit deinen ureigenen Werten, die ja nichts anderes sind als Ausdruck deiner Seinsbestimmung, dann ist es ein nicht heilsames Ziel. Ein falsches Ziel. Du sprichst ja auch von falschen Zielen, die man sich setzt. Mein Ziel war zum Beispiel, ich habe mir gedacht, wow, jetzt habe ich diese Erlebnisgeschenkebude aufgezogen. Wir nähern uns der 100-Millionen-Marke. Das bombt, wir sind Marktführer. Die Marke ist in jeder Munde. Die Erlebnisse sind geil. Ich bereichere das Leben von hunderttausenden Menschen jedes Jahr. Ja. Am Ende waren es über 1 Million Menschen pro Jahr. Wow. Mit Erlebnissen in einem System von 10.000 Erlebnispartnern mit 4.700 verschiedenen Erlebnissen. Das habe ich ja in 10 Jahren aufgebaut. Das hat super funktioniert. Aber alle haben immer gesagt, Wahnsinn, 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 Jochen, das Firma, die musste mal verkaufen. Und ich habe mir gedacht, ja, also ich bin ja Gründer und Gründer wollen ja Exit.
Und Exit ist doch eigentlich cool. Und dann habe ich mir das Ziel gesetzt, ich mache einen Exit. Mhm. Und mein Ziel war, es muss mindestens neunstellig sein. Mhm. Mhm. Neunstellig. Also 100 Millionen plus. Genau. Und das Ziel habe ich verfolgt, dann habe ich die Firma natürlich fit gemacht für den Exit. Man muss ja die Braut auch hübsch machen, wenn man sie verheiraten will. Definitiv. Also nicht alle Bräute, aber manche. Mhm. Übrigens den Bräutigam auch, meine Damen, auch der, auch der arbeitet an sich, um sich besonders attraktiv zu machen. Ja? Hilft. Ich sehe da schon Parität, ja, bei den Geschlechtern. Also lange Rede, kurzer Sinn, es gelang. Pro7Sat1 hat das Erlebnisgeschenkeportal gekauft. Ich habe unfassbar viel Geld bekommen, was ich gar nicht gebraucht hätte, weil ich habe ja vorher schon 10 Millionen Profit gemacht jedes Jahr mit der Company. Mhm. Ich meine, als Alleinunternehmer, als ehemaliger Stuntman, gelernter Kajakfahrer. Ist okay, ist okay. Kann man mitleben. Kann man machen, ja. So, es gab nichts, ich hatte keine Bedürfnisse. Also ich bin Kajakfahrer, ich brauche keine Yacht oder so. Ja? Also ich bin Kajakfahrer und ich fühle mich wohl, wenn ich auf dem Wasser bin mit ein, zwei Gleichgesinnten in irgendeiner Gebirgsschlucht oder draußen auf der offenen See mit meinem Ocean Race Seekajak. Ich gehe gern fischen, ich gehe gern in die Berge, ich fahre gern Ski. Ich habe eigentlich keine teuren Hobbys. Ich muss auch nicht repräsentieren. Ich weiß ja, wer ich bin. Ja. Und ja, Geld habe ich überhaupt nicht gebraucht. Ja. Und der Exit gelang und alle haben gesagt, wow, unglaublich, der Gründertraum. Boah, der zieht der eine Firma auf aus dem Nichts. Innerhalb von 10 Jahren bringt er die auf 100 Millionen, verkauft die noch für ein Schluck mehr als diese Summe an einen Konzern, ist der alleinige Inhaber. Keine Investoren, keine Bank. Wow, das ist ja der Inbegriff des Gründertraums. Es hat mich in eine unfassbar tiefe Depression. Also eine große Illusion. Eine völlige Illusion. Mhm. Es gibt nämlich einen Unterschied, ich sage es erstmal auf Englisch, between a being successful and feeling successful. Der entscheidende Unterschied, oder? Ja, nämlich erfolgreich zu sein, ist das, was andere über dich denken. Sich erfolgreich zu fühlen, ist das, was du selbst über dich denkst. Und ich bin wirklich in der Depression gefallen, weil ich hätte das viele Geld nie im Leben gebraucht, aber ich hatte 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das war wie eine Familie. Ich hatte ein geiles Büro mit einer Feuerwehrstange, wo du über 3 Stockwerke runterrutschen konntest. Das werde ich nie vergessen. Ich habe gesagt, machen wir es. Wir säbeln jetzt den Boden auf und bauen diese Stange ein. Und es sollte 30.000 Euro kosten. Ich hatte nicht bedacht, dass das dann ein Kamin ist und die Feuerwehr verlangt eine Einhausung. Die hat mich dann 200.000 gekostet. Das war eine unternehmerische Fehlentscheidung. Ja. War aber trotzdem geil und dafür waren wir bekannt, dass wir die Firma mit der Feuerwehrstange und ja, und wir hatten auch eine Mission. Wir sind jeden Morgen aufgestanden und in die Arbeit gegangen, um Millionen Menschen durch außergewöhnliche Erlebnisse Emotionen zu ermöglichen, die sie in ihrem Alltag nicht mehr zu fühlen in der Lage sind. Das war eine Mission für jeden Mitarbeiter. Wir wussten, warum wir Tolle Mission. Aufstehen. Das Gleiche mache ich heute mit meiner Arena nur für Firmen. Mhm. Also kommen auch Privatkunden zum Windkanal fliegen, zum Wellenreiten. Wir haben ein super geiles Restaurant und viele andere Attraktivitäten hier. Das ist schon der gleiche Effekt. Du hast immer das Lächeln in den Augen der Menschen, die hier rausgehen. Mhm. Du hast Gruppen, große Gruppen, zum Teil bis zu 1.000 Mitarbeiter, die dann als Team gehen, wenn sie hier waren. Das ist die Zielsetzung, das ist die Mission der Jochen Schweizer Arena. Aber es hat mich in eine tiefe Depression geworfen, weil ich dann realisierte, und deswegen habe ich dann den Wertekompass programmiert. Mhm. Also wertekompass.de ist mein Freebie für alle Menschen, die das jetzt hören
bitte bestimmt eure Werte. Mhm. Und macht, nehmt euch nichts vor, was im Widerspruch zu euren Werten steht. Ich muss jetzt mal gucken, ich habe es nämlich gemacht. Ist ja nicht so, dass ich es nicht gemacht habe. Ah, okay. Jetzt muss ich mal gucken, weil wir darüber geredet haben, was da rausgekommen ist. Aha. Vertrauen, Selbstbestimmung, Eigenverantwortung und Sicherheit ist jetzt wieder dabei, ja. Ja, aber super, super. Ja. Also du bist ein solider, dich würde ich sofort einstellen. Ja. Mit den Werten, ja. Also wahrscheinlich bist du unbezahlbar, aber... Ja, passt, danke. Ja, genau. Also lange Rede, kurzer Sinn. Meine Werte sind Integrität, Authentizität, persönliche Glaubwürdigkeit und Freiheit. Ja, Freiheit, stimmt. Das. Jetzt musst du dir mal vorstellen, mit der Firma habe ich einen Teil meines Namens verkauft, einen Teil meiner Identität. Und jetzt bestimmen Manager das ist Pain. Über einen Teil meines Lebens. Die versuchen, einen ordentlichen Job zu machen. Versuchen war das Wort. Da gab es einige Schwierigkeiten. Inzwischen gibt es ein Management in der Jochen Schweizer Meidis Group, auf was man sich wirklich stützen kann. Mhm. Also ich habe jetzt in den 6 Jahren seit dem Verkauf 5 Vorstandsvorsitzende bei ProSiebenSat.1 gesehen. Mhm. Und hat einer dieser 5 Vorstandsvorsitzenden 3-mal komplettes Management der Jochen Schweizer Meidis Group ausgetauscht. Das ist zunächst mal die nicht so gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass das aktuelle Management oder dem aktuellen CEO aus meiner Sicht einen ganz guten Job macht. Jetzt ist ja spannend. Jetzt hast du gesagt, du bist so in dieses Tal rein. Hast festgestellt, ein Teil meiner Identität hängt da fest, gehört mir aber nicht mehr. Mhm. Einfluss ist gering. Was hast du gemacht? Wie bist du jetzt wieder rausgekommen aus dieser Krise? Weil ich glaube, da können ja jetzt viele Unternehmer bestimmt mitfühlen in unterschiedlichen Art und Weisen. Ne? Also wo man irgendwo vielleicht in der Sinnkrise ist, macht das Sinn, was ich hier noch mache. Genauso wie du jetzt auch gesagt hast, Mensch, Hotel, eigentlich toll, aber stopp mal, 2 Schritte weiter gedacht, eigentlich passt gar nicht mehr. Ich musste meinem Leben einen neuen Sinn geben. Hm. Weil ja, auch wenn wir hier ein paar hunderttausend Gäste haben im Jahr, ist das ein vergleichsweise kleines Business, gemessen an dem, was ich geschaffen habe, wo es jedes Jahr Millionen waren. Ja. Und ich musste meinem Leben einen neuen Sinn geben und ich habe diesen Sinn gefunden. Hm. Ist das für dich das letzte Drittel des Lebens, der Sinn, oder? Das weiß ich noch nicht. Hm. Aber im mythologischen Sinne, also es gibt ja den Mythenforscher Ludwig Campbell, und es gibt die Mythologie der Heldenreise. Also du bist auf deiner ganz persönlichen Heldenreise. Mhm. Und im mythologischen Sinne sind wir alle in unserem Leben auf einer Reise. Und diese Reise endet mit unserem Tod. Mhm. Das ist sicher. Mhm. Ist eigentlich blöd, ne? Aber dieser Umstand, ja, wird um die Tatsache, oder diese Tatsache wird um den Umstand gemindert, dass wir nicht wissen, wann der Tod eintritt. Das ist richtig, ja. Also wenn man das versachlicht, so einfach ist es. Wir wissen, die Sanduhr läuft, genau. Nur wir kennen die Menge des Sandes nicht. Ganz so ist es. Und das kann man natürlich für sich selbst sorgen und achtsam mit dem Geschenk umgehen, was uns geschenkt wurde, nämlich unser Leben, unser Herzschlag, unser Körper. Mhm. Ich kann achtsam damit umgehen oder ich kann ihn permanent beschädigen durch Alkohol, Zigaretten, zu wenig Schlaf, durch eine unausgeglichene Lebensweise, durch die falsche Ernährung. Das kann ich tun, ich kann es aber auch lassen. Mhm. Das ist nur eine Entscheidung, das ist mehr nicht. Ja. Es braucht dafür Disziplin und Disziplin tut weh. Mhm. Keine Disziplin tut auch weh, nur später. Mhm. Absolut. Den Schmerz kommst du, also um den Schmerz kommst du eh nicht rum. Mhm. Es tut immer weh. Mhm. Also entweder tut es weh, weil du Disziplin hast, da musst du auf manches verzichten manchmal. Mhm. Und musst dich halt oft genug aufraffen. Ich mache das jetzt so, ja. Weil ich mir vorgenommen habe. Ja. Und wenn du es nicht tust, ist es dann ein bisschen angenehmer, aber dann tut es später weh. Mhm. Ich habe mich für den Anfangsschmerz entschieden. Das ist, glaube ich, der bessere. Ich komme eh nicht drum herum. Ja. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann
im Zuge der Mythenforschung und ich habe in dieser Sinnkrise auch dieses Buch geschrieben, den Roman. Ich sage, sehr, sehr liebenswert. Also, der ist eigentlich Ergebnis dieser Sinnkrise. Ja. Den habe ich dann in Jahr 4, es waren 5 Jahre, die ich gebraucht habe. Im Jahr 4 habe ich den geschrieben, auf meiner alten Hütte in Norwegen. Und im mythologischen Sinne ist mir ja doch einiges gelungen in meinem Leben. Und früher war das halt in der, also in, ist ja der Heilige Gral, das Schwert, der Ring, was auch immer. Mhm. Ja, das ist immer das, was der Protagonist gewinnt, erreicht. Ja? Mhm. Und heute, was ist es heute? Heute ist es wahrscheinlich Wissen. Mhm. Wissen, finanzielles Potenzial. Mhm. Also Potenz im nicht-sexuellen Sinne, Potenz, mhm. die man erringt, also Fähigkeiten, die man sich aneignet. Und was ist jetzt dein Job? Und ich glaube, das ist dann Station 17 der Mythologie der Heldenreise. Ich habe die übrigens auf meiner App, habe ich die online gestellt. Also es gibt eine App, die heißt so wie ich. Mhm. Und da ist eine ganz einfache App. Und da ist auch der Wertekompass drauf. Und da ist eben auch der Zugang zu meiner Interpretation der Mythologie der Heldenreise in Ludwig Campbell. Mhm. Die aber auch Grundlage jetzt dieses Romans natürlich geworden ist. In Verbindung mit einer nordischen Mythologie. Und du musst dein Wissen weitergeben. Mhm. Und jetzt all das, was ich erfahren habe, was, all das, was ich glaube, verstanden zu haben, mhm. weiterzugeben, ist wirklich sinnvoll, weil ich kann es ja nicht mitnehmen auf die andere Seite. Wir kommen mit nichts und gehen mit nichts. Genau. Und jetzt ist ja die Frage, was lässt du zurück? Hm. In meinem Fall ein paar aus meiner Sicht gelungene Kinder, hm. eine ziemlich starke Marke, hm. ein Vermögen für meine Nachfahren. Und idealerweise das gesamte Wissen, was mich dieses Leben gelehrt hat. Hm. Also all die Erkenntnisse. Hm. Herr Buddha hat mal gesagt, Schmerz generiert Erkenntnis. Hm. Aber ich habe einiges verstanden. Hm. Und insofern ist also der Sinn, den ich meinem Leben jetzt gegeben habe, neben meinen, ich habe immer noch ein paar Unternehmen, ich habe noch die Corporate Event Solutions, hm. Da produzieren wir 400 externe Großveranstaltungen pro Jahr. Das ist also wow. keine ganz kleine Firma. Aber da habe ich Top-Geschäftsführer. Ich habe hier die Arena. Mit meinem Sohn zusammen habe ich eine Helikopterbude. Ja, ein paar Bungee-Stationen gibt es noch aus meiner Vergangenheit. Also es gibt noch so ein bisschen was, ne? Ja, der Unternehmer lebt weiter. Ja, gibt noch ein bisschen was. Aber die eigentliche Erfüllung finde ich tatsächlich in der Weitergabe von Wissen. Mhm. Und das tue ich als Keynote-Speaker, als mhm. Autor und als Lehrender in On- und Offline-Seminaren. Mhm. Das heißt, du wirst mich in Kenia erleben, in meiner Rolle als Reconnector. Mhm. Denn die Digitalisierung disconnectet uns. Mhm. Die Flut der E-Mails, Social Media, der Information Overload führt ja auch zu selektiver Wahrnehmung. Mhm. Wir kriegen viele Dinge gar nicht mehr mit, weil es ist alles so laut und bunt um uns herum, dass wir die feinen Töne gar nicht mehr wahrnehmen können. Ja. Und deswegen muss man in die Stille gehen, muss man zurück in die Natur gehen, muss man einfache Dinge tun, Holz hacken, um ein Lagerfeuer mhm. zu machen. Mhm. Wann hast du zum letzten Mal eine Axt in der Hand gehabt? Mal ganz ehrlich. Oh, kann ich mich jetzt so spontan nicht dran erinnern? Ja, absolut. Aber das ist immer ein geiles Gefühl. Ja, ich bin bei dir. Also mit der Natur, also das wäre jetzt so meine Frage. Ja. Deine besten Ideen, würdest du die sagen, eher im Büro oder nee. in der Wildnis, in der Natur? Im Flow. Also wenn ich selbstvergessen etwas tue, mhm. ja, also meine Hütte hat einen Holzofen und ich schneide halt Bäume und die trocknen dann 1-2 Jahre. Das sind dann so 50 Zentimeter lange Stämme. Ja. Und dann habe ich eine schwere Spaltaxt, 2 Kilo, mit einem langen Hickory-Stiel. Oh, das ist der Wahnsinn, ja, wie du dich fühlst, wenn du mal 2 Stunden Holz gehackt hast. Ja. Mhm. Da stehst du in einem Berg von Holzscheiten. Ja.
Und dann nimmst du die, hast natürlich Handschuhe an, ja, weil sonst hast du nach einer Stunde schon keine Haut mehr an den Händen. Und dann räumst du das alles auf und weißt, du hast jetzt für nächsten Winter das Holz gehackt. Oder alleine das befriedigende Gefühl, mal mit einer Axt auch nur einen Stamm zu zerlegen, ja, in Feuerholz. Oder einen Fisch zu fangen und den auszunehmen und auf den Grill zu schmeißen oder auf den Stock zu spießen, an dem Feuer, was du entfacht hast, mit dem Holz, was du vorher gespalten hast. Oder dann für die weniger martialischen Menschen die Stille einer Meditation auf einer Nordmeerinsel. Im Sommer, an einem Tag, an dem die Sonne niemals untergeht. Die läuft nur um dich rum. Und das ist so das, was ich eigentlich versuche zu lehren, neben all dem Wissen natürlich, was ich über Unternehmertum akkumuliert habe, das weiterzugeben, das gibt meinem Leben Sinn. Das glaube ich, das glaube ich. Würdest du sagen, eben diese Unternehmer brauchen mehr diese Stille, diese Erdung, also sich aktiv diese Zeit zu nehmen? Also ich bin jetzt, komme jetzt mal auf das Hamsterrad, weil die Unternehmer, die ich kenne, sagen, ich habe ja keine Zeit. Aber eigentlich ja so dieser schöne Satz, wenn du es eilig hast, gehe langsam. Wäre das so eine Empfehlung? Auf Lateinisch heißt es Festina Lente, eile langsam. Es hat ein großer Stoiker gesagt, dessen ewiger Fan ich bin, Marcus Aurelius. Ja, okay, der hat ein paar weise Worte gesagt. Festina Lente, eile langsam. Ist ein ich glaube, man nennt es Akronym, oder? Ein Widerspruch in sich selbst, eile langsam. Ist ein im ersten Sinne ein Widerspruch, aber wenn man ein bisschen länger drüber nachdenkt, dann ist, ist genau das, weil das wäre das Holzhacken, ne, von dem du gerade geredet hast. Oder einfach nur mal am Strand sitzen und aufs Meer gucken und eben mal nichts tun. Ja? Und sich mal nichts zu tun ist nicht für alle die Lösung. Gerade Menschen, die sehr aktiv sind, ist nichts tun oftmals ein Martyrium. Etwas anderes tun. Etwas tun, was dich in einen Flow-Zustand bringt. Etwas, was deine höchste Konzentration erfordert. Mit einer Spaltaxt. In dem Augenblick, wo du diese Spaltaxt schwingst, kannst du an nichts anderes denken, als an den Stamm, den du gleich spalten wirst. Wenn du nicht was anderes denkst, dann haust du daneben. Das ist ungünstig. Ja, was nicht so cool ist. Und so ist es beim Kajakfahren. Wenn ich draußen auf der offenen See bin, dann bin ich in diesem Tun verhaftet und es ist noch dazu so eine schwingende Bewegung, die wie so aus einer Zen-Meditation entlehnt erscheint. Und dann hört manchmal auch das Denken auf und du bist ganz in diesem Tun. Und das ist die eine Ebene und die andere Ebene ist natürlich schon selbst erfahrenes Wissen einzuordnen und auch verständlich weiterzugeben. Sehr schön. Ich möchte mal einen Satz vorlesen aus deinem Buch, ganz am Ende. Und zwar, da hast du geschrieben, bereit dafür, mit dir selbst Frieden zu schließen. Ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend wichtig. Aber was meinst du damit? Also was ist so wichtig daran? Da geht es um emotionale Freiheit. Also es gibt ja verschiedene Ebenen von Freiheit. Die unterste Ebene ist natürlich finanzielle Freiheit, also finanzielle Unabhängigkeit. Darüber ist dann die politische Freiheit. Kann ich mich frei äußern? Kann ich frei reisen? Lebe ich in einem Land und in einer Welt, einem System, in dem mir nicht vorgeschrieben wird, was ich zu denken und zu sagen habe? Und die dritte Ebene, die oberste Ebene, das ist die emotionale Freiheit. Und das ist ja entlehnt einem Gespräch zwischen Hakun und Sverir. Also ich muss kurz vielleicht erzählen, warum ich einen Roman geschrieben habe, weil ich bin ja nicht fürs Romaneschreiben bekannt, sondern für Sachbücher. Das war tatsächlich so, dass ich während der Corona-Krise, als wir hier eingesperrt waren, mich durchgeschlagen habe nach Nordnorwegen auf meine Waldhütte über dem Nordmeer. 15 Kilometer
im November durch die Wälder mit ein bisschen Proviant. Dann ein schwerer Nordweststurm, als ich die Hütte endlich erreicht hatte. Und ich sitze da geborgen in diesem alten, uralten Holzhaus, Holzhütte, also HYTTE-Hütte ist ein bisschen was anderes im Nordischen als unsere Hütte. Also es ist dann eher ein aus Holz gebautes Haus, ja, Hütte, was üblicherweise auf Stelzen steht. Und da sitze ich da, kann natürlich bei dem Geheule da draußen nicht schlafen. Wenn da der Orkan um die Ecken pfeift und der Wind und die See waagerecht daherkommt und ein wolkenbruchartiger Regen, der sich mit dem daherpeitschenden 50 Höhenmeter hochsteigt, die See dann, die Gischt, genannt Brütt auf Norwegisch, bis zu deiner Hütte und vermischt sich mit dem peitschenden Regen und dem Sturm. Das kann dir schon mal einen Vorgeschmack geben auf das Ende der Welt. Und ich sitze da in meiner Hütte und stelle mir die Frage, wenn jetzt dieser 15-jährige Jochen durch die Tür käme, dieser breit gebaute, langhaarige Revoluzzer, dieser Schreck aller Lehrer, dieser Tunichtgut, ja? Weil ich war ja fürchterlich renitent. Also ich war ja die Inkarnation der Renitenz. Ja? Und noch dazu mit so viel Power und Energie gesegnet, ich konnte es ja selber mich kaum aushalten. Ja? So, wenn der es durch die ich musste ja manchmal nach der Schule erstmal ein Loch graben im Garten, bevor ich mich hinsetzen konnte. Also, langer Rede, kurzer Sinn. Wenn der es durch die Tür käme, was hätte ich dem zu sagen? Da ist mir ein Haufen eingefallen. Und als der Morgen graute und der Sturm sich legte, schrieb ich immer noch. Und dann hat vor meinem Auge so eine Geschichte begonnen. Ein alter Abenteurer namens Hakun geht zum letzten Mal. Zum wirklich letzten Mal diesen weiten Weg durch die Wälder zu seinem heiligen Ort. Mit der Absicht, nie wieder zurückzukehren, denn er ist 96 Jahre alt, er ist unheilbar krank, er ist bereit zu sterben, diese Welt zu verlassen. Er möchte aber nicht denen zur Last fallen, die er liebt, sondern im Sinne der alten indigenen Tradition in den Wald gehen und nicht zurückkehren. Das ist die Absicht. In dieser Nacht wird ein jugendlicher Ausreißer namens Sverir, der aus Südnorwegen geflohen ist, aus einer furchtbaren Verletzungssituation heraus, einer familiären Verletzung, und der dann 2000 Kilometer mit seinem Ocean Kajak diese raue Küste entlang nach Norden gepaddelt ist, und der von eben diesem Sturm, durch den Hakun den Weg auf seine Hütte geschafft hatte, an Land gewaschen wird und überlebt und von Hakun gefunden wird, der ihn dann mit auf seine Hütte nimmt. Und dann, das ist eine Rauhnacht, in der das spielt. Die Rauhnächte sind diese Nächte, die zwischen Mondjahr und Sonnenjahr liegen. Und in dieser Rauhnacht, das sind mystische Nächte, vermittelt Hakun an Sverir sein gesamtes Wissen seines Lebens. In einer wunderschönen Geschichte, ne? Und erfüllt damit die Grundbedingung, in Frieden sterben zu dürfen. Weil er nochmal als Mentor alles weitergegeben hat, was. Sverir ist das Geschenk des Lebens an Hakun, denn jetzt erfüllt sich seine eigentliche Bestimmung, nämlich sein Wissen weiterzugeben. Und er gibt sein komplettes Wissen weiter an Sverir, um dann die Auflösung erfahren Sie im nächsten Podcast. Genau. Ja, die Zeit läuft hier. Ne? Also ich kann nur das Buch wärmstens empfehlen. Ich verschenke gelesen. Übrigens das Buch gerade. Genau, ja, wunderbar. Webseite kommt in die Shownotes. Genau, also das, was ist der Hintergrund? Ist mega erfolgreich. Normalerweise spende ich meine Honorare. Zum Beispiel an Children for a Better World. Und in dem Fall spende ich nicht das Honorar, was ich, also ich habe gut Geld verdient mit dem Buch, sondern ich habe gesagt, ich drucke jetzt einfach 100.000 Exemplare. Das ist ein Haufen Papier. Das drucke ich auf meine Kosten. Da verballere ich den Gewinn, den ich gemacht habe, jetzt mit dem Bestseller.
Und ich verdrucke 100.000 Exemplare und die verschenke ich. Und die liegen jetzt in einem Versandzentrum. Mhm. Und jeder, der will, kann sich dieses Buch bestellen. Das kostet 0 Euro. Mhm. Kostet im Laden 20 Euro. Ja. Kann man auch kaufen. Also wer es lieber kauft, auch gut. Es gibt aber eine Versandkostenpauschale, weil du brauchst ja Lagerei, Logistik, Rechnungslegung, Versandkosten, Retourenmanagement. Es kostet 5,90 Euro. Das ganze Projekt, das Buch selber ist aber umsonst. Mhm. Also das Buch spende ich den Menschen in diesem Fall, mhm, nicht der Organisation. Und solange Vorrat reicht, die Begegnung, eine Geschichte über den Weg zum selbstbestimmten Leben. Wunderschön. Jochen, die Zeit ist verflogen. Ich könnte jetzt noch ewig weiter plaudern. Vielleicht in Kenia, machen wir weißt Teil 2. Weißt du, was wir in Kenia machen? Ja? Da fahren wir mal vor Sonnenaufgang zusammen los. Mhm. Ja? Ich habe in Kenia, also ich habe einen Freund in Kenia, der Guy. Guy ist Ginger Inc. Ginger Inc. ist eine geile Produktionsfirma. Die machen sehr viele Filmproduktionen. Ja? Mhm. Der ist natürlich perfekt aufgestellt. Der kennt jeden und alles und jeden. Und der hat einen alten Land Rover, mhm, Baujahr 56, mhm, also ein Jahr älter als ich bin Baujahr 57. Wow. Und da kannst du die Scheibe runterklappen. Das Ding ist ein klappriger Land Rover. Da musst du bei jedem Schaltvorgang musst du natürlich zwischenkuppeln, weil das Getriebe nicht synchronisiert, ja, ist. Und mit dem fahre ich dann immer ganz früh in der Dunkelheit los zu einem Secret Spot. Und dann nehme ich immer einen Seminarteilnehmer mit. Oh, einen. Super. Und dann nehme ich dich mit. Und da werden wir noch in der Dunkelheit ankommen. Dann haben wir so ein paar Fressalien dabei, die lassen wir uns packen. Ja. Und dann erleben wir den Sonnenaufgang über der Savanne, führen das Gespräch oder schweigen, je nachdem, nach was dir, mhm, dein Sinn steht. Und 2 Stunden später fahren wir zurück in unsere Luxury Lodge, wo wir in unfassbaren Zelten wohnen mit einem Tropenholz, also kenianisches Holz, mit einem geilen Fußboden aus Holz mit einem integrierten Badezimmer. Nachts sollte sie nicht rausgehen, mhm, weil da kann auch schon mal ein Flusspferd, das sind die gefährlichsten Tiere übrigens, Flusspferde. Ja. Viel gefährlicher als Löwen. Und ich habe es selbst schon erlebt, ja, dass ich mal gemeint habe, ich muss mal im Freien pinkeln. Ich habe mich schnell entschieden, doch wieder den dafür vorgesehenen Ort innerhalb meines Zeltes aufzusuchen, weil tatsächlich ich fast in ein Flusspferd reingelaufen werde. Oh, ja, okay. Die latschen dann nachts durchs Lager. Okay, okay. Also es klingt magisch, Jochen. Ja. 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 Müssen wir noch lange drauf warten, aber ich freue mich riesig drauf. Ja. Ich sage 1000. Also wer sich interessiert für Kenia, ja, könntest du da auch einen Zugang? Klar, können wir auch natürlich Link verlinken Link in die Shownotes, ja, mit rein. Ja, kann jeder gucken. Oder jeder kann mir auch schreiben über meine App. Ja, ja, wunderbar. Aber am besten direkt den Hermann verlinken. Tun einen Hermann dazu. Ja, genau. Weil eigentlich läuft der Verkauf dieses Seminars eher über den Hermann, weil ich mich da aus dem Kaufmännischen eher raushalte. Passt, kriegen wir hin. Also alle, die Lust haben, die jetzt heiß geworden sind, also ich bin schon, ja, können sich anmelden. Und ich sage herzlichen Dank. Und ja, in Kenia machen wir dann Teil 2 am magischen Ort vielleicht. Ja. Den Super. Machen wir dann. Also vielen Dank für den Besuch. Danke.